Hä? Dunkel? Schwarz? Als erstes Bier? Nee. Wir fangen anders an. Biggie Gabo. Jetzt. Oh. Lass mal Fractal Shade trinken. Von Garage. Von Garage. Hast du das vorbereitet? Ich habe das vorbereitet. Ich wusste, dass wir es trinken. Ich habe extra... Ich habe nicht für jedes Bier das passende Shirt, aber es kommt bald. Ich schon. Ja. So, und bevor wir das trinken, möchte ich schauen, was Garish so zu dem Bier sagt. Und natürlich mache ich Untappd auch, weil ich habe keine Ahnung. Also, Garish sagt bei Untappd, du kannst das davon eine ganze Menge saufen und auf jeden Fall mit Freunden. Das ist doch geil. Perfekt. So. Cheers. Cheers. Auf das Geek-Abo. Oh. Ein Bavarian Lager nennen die das, also ein helles. Mit deutschen Hopfensorten. Oh, schön. Leichter Einstieg. Man muss nämlich zu unserem Geek-Abo sagen. Anders als das Standard-Abo, ja, das wir relativ leicht gehalten haben. So ein bisschen easy drinking für den Sommer. Mhm. Haben wir uns beim Geek-Abo gedacht, nee. Warum? Nein, wir wollen ja auch manchmal richtig ballern. Ja. Und, aber auch da muss der Einstieg seicht erfolgen. Man muss aber sagen, so wie ein helles oder ein Pilz oder grundsätzlich ein Lagerbier zumindest ein helles sein soll, mit etwas wenig Alkohol, lass mal gucken, was ist das genau, 5%, sehr, wie soll man sagen, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen würzig, aber die Amerikaner nennen das crisp, also so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall crisp. So, ja. Super erfrischend, nicht zu extrem. Ja, und auch nicht zu extrem süß. Also man hat es beim Hellen ja auch gerne mal, dass es eine gewisse Süße mit sich bringt. Genau. Hat man hier, klar, definiert, als helles hat man eine Süße drin, aber... Nicht zu extrem. Nee. Und vor allem, was ich schön finde, keine Hopfensorten, die das so in Richtung IPA oder Pale Ale führen. Genau. Also keine fruchtigen, ganz plain, zitronigen, ja, mangoartigen Noten bei einem untergärigen Lagerbier, was ich sehr gut finde, wenn sich dann man einfach mal klassisch hält. Ja, sehr schön ausgewogen. Nektaron von Krak. Ich finde, das klingt schon saftig, oder? Hattest du schon mal Nektaron-Hopfen? Nein, es ist relativ neuer Hopfen aus Neuseeland und bis jetzt nicht geläufig, so wie die üblichen verdächtigen Hopfensorten. Und das ist eine Single-Hop-Version. Das heißt, im Kaltbereich verwendet und in der Gärphase nochmal verwendet, also in beiden möglichen Stadien der Hopfengabe. Von Hingabe. Oh. Hingabe? Saftig. Das riecht super fruchtig schon hier. Und ja, Krak sitzt in der Nähe von Venedig. Habe ich das schon mal erwähnt? Falls ich es nicht erwähnt habe, erwähne ich es nochmal. Und unseren persönlichen Favorites, oder? Wir mögen die Brauerei, machen sehr gute Sachen, experimentieren eine Menge. Ja. Krak kaufe ich immer blind. Ich auch. Prost. Ich sagte saftig, ich meine auch saftig. Ja, sehr saftig. In der Beschreibung steht, also man kann ja immer gucken, was die Hopfensorten so im Bier raustriggern sollen. Und hier stand drin Passionsfrucht und Ananas. Mhm. Passionsfrucht würde ich tatsächlich so ein bisschen sagen. Ananas sehr dezent, aber ist auch schwierig, finde ich. Ich habe auch was Kräuteriges. Also sowas leicht. Ja, kräuterig beschreibt das wahrscheinlich am besten. Ja, 5% auch relativ einfach, genauso wie das Helle, was wir vorher getrunken haben. Richtig easy. Müssen ja einen leichten Einstieg finden, ne? Der zweite leichte Einstieg. Und es war immer noch unterhaltsam, aber der Film dauert tatsächlich nur so eine Stunde. Also ja, klar, was will man dann schon füllen? Einfache Unterhaltung. Also das ist jetzt Sun Death Brewing vom Timmendorfer Strand. Das sind die Jungs, bei denen das Lager abgefackelt ist. Aber die Jungs machen weiter und bauen eine Brauerei in Lübeck. Die soll nächstes Jahr aufmachen. Ganz toll. Es tut uns wahnsinnig leid, was da passiert ist. Und wir hoffen, es geht weiter. Das ist eine Collaboration. Outer Range, das ist so eine neue Hype-Brauerei aus den USA. Darf ich dein Glas haben? Du darfst mein Glas haben. Dankeschön. Dude, where are my hops? Wir haben was dazu in Booklet geschrieben, warum es zu diesem Namen gekommen ist. Aber es war bei... Ich weiß das so gar nicht. Ich habe da keine... Dann erzähle ich dir das. Ich habe mich null informiert. Die haben sich Hopfen schicken lassen. Ja. Es ist aber leider nur die Hälfte des Hopfens angekommen. Also sieht auf jeden Fall schon mal, also ich würde sagen, Sun Death typisch aus, oder? Absolut. Richtig juicy. Kannst du nicht durchgucken, ne? Genau. Ich halte es an der Sonne, kannst du nicht durchgucken. Mango-Saft. Du riechst, dass da ordentlich was drin ist. Mhm.
Richtig dick. Richtig. Ja, thick, soft karbonisiert. Ja. Aber am Ende mit einer schon nicht unbemerkbaren Bittere. Die ist schon ein bisschen da. Was ich ganz angenehm finde, wenn das nicht einfach nur süß ist, ne? Also zur Abwechslung. Ich mag auch die ganz süßen Double Dry Up New England IPAs oder IPAs. Aber ab und zu mal so ein bisschen bittere. Lockert dieses ganze Spiel auf, weil wir testen ja eine Menge. Where are my hops? So. Also auf Untapped, was sie selber, sicherlich selber kuratieren, steht jetzt nicht drauf, dass das ein New England IPA ist. Da steht American IPA. Von daher ist die Bittere völlig legitim. Mhm. Chinook im Whirlpool und Asaka, Mosaic und Galaxy im Dry-Hopping-Verfahren. Das heißt, Galaxy, das macht jetzt schon wieder Sinn, weil Galaxy häufig so eine würzige, bittere Note hat und sowas reinbringt, was so ein bisschen anders ist. Genau. Ein Chinook wird häufig auch verwendet bei West Coast IPAs. Also das ist häufig so ein Zusatz. Nicht immer, aber ab und zu sieht man das schon da drin und dann passt diese Bittere auf jeden Fall rein und bringt so ein harmonisches Bild. Oh, oh. Wir vertreiben seit einiger Zeit Popin und sie sitzen irgendwo in einer ländlichen Gegend. Also sehr schwer erreichbar, auch für Speditionen. Und was sie hier kreiert haben, das ist ein Double IPA, oder? Genau, 8,4% und da sind drei verschiedene Hopfensorten drin. Da ist einmal Cryopop, Talus und Sabro. Also, wie stehst du zu Sabro und Talus? Das sind jetzt zwei Hopfensorten, die wir kennen. Ich sollte dich vielleicht viel eher diese Frage stellen, weil ich deine Meinung dazu nämlich sehr gut kenne. Ja, also ich mag diese Hopfensorten nicht, ja, weil sie häufig, ja, nicht immer, eine Kokosnussnote kreieren. Wir hatten schon Bier, so ein Bier schon mal, nämlich vom Blechbrot. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Da oben werde ich es verlinken. Genau. Und ich bin gespannt, wie hier das eingebunden ist, weil Cryopop, da habe ich mich nämlich informiert, das ist nämlich ein neuer Hopfenblend, ja, weil ich habe keine Ahnung, ich habe natürlich gegoogelt. Und das ist ein neuer Hopfenblend, der soll den bestehenden Hopfen hier nochmal intensivieren, wenn eine gewisse Menge davon verwendet wird. Eine Art Booster. Eine Art Booster, eine Art Superman der Hopfen. Erst die Nase. Da. Ist da. Ist da. Kokosnuss ist da. Man riecht es, also das ist wirklich sofort Pina Colada. Aber so cremig, ne? Also ich finde, es ist schon eine cremige Kokosnuss. Weniger diese gespickte, säuerlichen Frucht. Don't get me wrong. Ich mag ja Kokosnuss. Vor allem, wenn es unfassbar künstlich schmeckt. In Schokoriegeln. In jeglicher Form. Und das Komische, in Bier sieht schon mal sehr geil aus. Das muss man tatsächlich sagen. Also, schaut mal hier. Ich finde es fein. Ich muss sagen, sehr kräutrig. Richtig kräutrig. Ich habe sogar, sowas so Lakritziges, ne? Krass. Also ich hätte jetzt an so einer Juice-Bomb gedacht, aber das ist es gar nicht. Mm-mm. Es ist, ja, natürlich ist es fruchtig. Versteht uns da nicht falsch. So ein bisschen, ich würde sogar sagen, das Bier hat eine leichte Hopfenschärfe, aber kein Hopburn. Hopburn ist hier unten und leichte Hopfenschärfe ist hier an der Seite. Und das finde ich manchmal okay, um so ein bisschen eine Kantigkeit dem Bier zu geben, so ein bisschen Charakter. Ja, wird von vielen ja als Bitterkeit fehlinterpretiert, wage ich zu behaupten. Völlig richtig. Ich habe total Süßholz. Ich auch. Wenn du es sagst, jetzt hast du es gesagt und ich habe es auch. Also, irre. Super spannend. Super spannendes Bier. Es hat Kokosnussnote. Aber in der Nase. Aber nicht zu extrem, muss ich sagen. Baguettes. Steve Baguettes. So wird das ausgesprochen. Und warte kurz. Das probieren wir jetzt. Die Glocken, die klingeln ja wie die Behinderten. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Also das ist eine ganz andere Farbe, als was wir vorher hatten. Etwas dunkler und deutlich, also saftwirkender. Fraktur ist das hier. Ein Double IPA aus dem hohen Norden. Ich muss sagen, ich habe mich informiert und ich weiß nicht, welche Hopfensorten drin sind. Gut. Es soll ja auch einfach manchmal schmecken. Haben wir schon mal gesagt, aber manchmal soll das auch einfach schmecken. Und das probieren wir jetzt mal. Schmeckt. Schmeckt gut. Oh. Meine Fresse. Mann. Also, den Pfirsichsaft, den wir gerade angespoilert haben, der ist auf jeden Fall drin. Oh, ist das lecker. Da glaubt ihr gar nicht. Das ist, also, wir gehen jetzt in eine Richtung. Das ist jetzt ein Double IPA, aber dieses Double IPA ist saftähnlich. Ja.
anders. Ich würde nicht sagen, dass es süß ist. Ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass da keine bittere ist, aber die ist sehr dezent. Ja. Und unfassbar dickflüssig. Richtig dickflüssig. Ja, das ist extrem. Also das ist super geil. Also das ist, wenn ihr auf extrem saftige New England Double IPAs steht, dann ist das euer das Ding. Bier für euch. Das ist auf jeden Fall, also damit kann man nichts falsch machen. Ich merke hier keine Fehler. Der Hopfen, egal welcher das ist, ist super eingebunden. Mhm. Gehe davon aus, dass eine Hopfenkomposition von verschiedenen. Ja. Ist kein Single-Hopfen. Genau. So. Könnte Galaxy sein. So, ich habe wieder was Kräutriges. So, könnte aber auch wieder Citra Mosaik sein, zusätzlich. Mhm. Ja. Sehr, sehr gut. Stiebergetz, Fraktur. Großartig. Wir hoffen auch, dass ihr die Biere mit uns trinkt oder zumindest ein oder zwei mit uns trinkt. Das würde uns sehr freuen. Schreibt uns das gerne mal, wie ihr das überhaupt handhabt. Schaut ihr das Video einfach so vorweg, so als kleine Einleitung, dass ihr ungefähr seht, was auf euch zukommt. Oder schaut ihr das Video beim Trinken? Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns das mal. Gerne als Aperitif getrunken eigentlich, weil wir hier ein Bier haben. Eine Imperial Gose von Pöyala, das Belle Bulle. War einem Sauternes-Fass. Sauternes, ich weiß es nicht. Und einem Sauternes und Champagne. Champagner. Das sind auf jeden Fall zwei Weinanbaugebiete in Frankreich. Sauternes, relativ klein. Soll ein ziemlich kleines Weinanbaugebiet sein und bekannt für ihre süßen Weine. Mhm, genau. Stil echt, hier vorne mit dem Wachsverschluss. Genau, also wir hatten ja ein Live-Tasting mit Pöyala und es kann mir immer fragen auf, warum dieser Wachskopf da ist. Es gibt einen Trick, ne? Den hast du gelernt, glaube ich, ne? Den habe ich nicht gelernt. Lieber. Ich habe nur gelernt, warum der Wachskopf, also da geht es nicht eher um Oxidation, sondern es geht darum, dass wenn du das Bier länger lagerst, sich ja nicht oben irgendwelche Sachen absetzen am Kronkorken, von außen. Ja. Wir haben ja immer mal erwähnt, dass ein Sauerbier zur Neutralisation beiträgt. Das hier, ja, ich finde es fast schon zu schade zur Neutralisation, weil es schon deutlich edler ist das als eine normale Gose. Ja. Will ich nicht behaupten, dass eine einfache Gose jetzt nicht edel genug ist, aber das hat schon einen anderen Aspekt durch die Fasslagerung. Das ist nicht nur so ein Zwischending, ne? Das genau. Sollte man schon zelebrieren. Genau. Oder kann und ihr schon seht schon, also optisch kann ich euch sagen, das sieht auf jeden Fall anders aus und wahrscheinlich durch die Johannisbeer, beziehungsweise, was schreiben die da, was sind das? Red Currants, genau, sieht das anders aus, ne? Also deutlich dunkler. Wir trinken das jetzt einfach mal. Ich hab jetzt. Oh, Alter. Richtig fein, schön säuerlich. Hat eine Süße, aber das kommt vom Alkohol, ne? Da kommt ein bisschen was dazu. Du merkst halt, dass da eine deutlich höhere Süße, aber als eine normalen Gose da ist. Mhm. Und jetzt schmeckst du doch den Wein. Ja, Honig, also dieses wirklich so, dieser würzige, aber halt sehr süße Dessertwein-Charakter. Ja. Bringt sowas Honiglastiges mit. Und du hast eine Säure, die anders ist als bei einer normalen Gose. Genau, das ist eine keine ganz beißende. Ganz andere, super elegant. Man hat das nicht häufig von Pöyala, die halt die eine Gose rausbringen, die auch fast gelagert ist. Meistens sind das, wie gesagt, Stouts oder Porter. Meine sehr spannende Abwechslung, die ich mir auf jeden Fall weglegen werde. Wobei man ja bei Frucht ja auch durchaus sagt, wäre mit Frucht nicht zu lange lagern, also lieber frisch trinken, damit die Frucht noch schön durchkommt. Genau. Andere Holzfass gelagerte Geschichten, gerne mal wegpacken. Genau. Und auch einfach mal beobachten. Ich meine, es ist natürlich schade, wenn man Bier nicht mehr so toll schmeckt, wie es am Anfang geschmeckt hat, aber es ist einfach spannend zu sehen, was passieren kann, wenn man mal ein Bier weglegt. Das letzte. Für heute das letzte. Death by Stranek, Northern Monk aus Leeds. Jetzt muss ich selber sagen, Chocolate Imperial Stout. Aha. Shit. Aha. Oh. Yep. Chocolate Imperial Stout. Oh, schaut euch den Schaum an. Oh, 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 oh. Pitch Black, Pechschwarz, Crema. Yep. So eine schöne Crema oben. Oh, aber ist da Kaffee drin? Safe, Bruder. Safe, Bruder? Digga, da ist kein Kaffee drin. Digga, da ist kein Kaffee drin. Digga, da ist kein Kaffee drin. Wir dachten, da wäre Kaffee drin. Das machen
Röstmalze mit einem Bier. Du denkst, da ist Kaffee drin, da ist kein Kaffee drin. Das muss man gar nicht haben, theoretisch, praktisch. Kakao ist drin, Kokosnuss, Vanille. Und Laktose. Oh, fuck. Holy shit. Ja, das Nachtisch. Süß ist es. Ja. Ja. Es ist nicht zuckersüß, aber es ist süß, weil es hat... Es hat Alkohol. Es hat Alkohol. 11,5. Und das merkt man. Und die Süße, diese Laktose, die übrig geblieben ist, schmeckt man auch. Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt muss man sagen, Kokosnuss, dezent, aber die Chocre, die kommt durch. Das ist kein mal zwischendurch mal schnell ein Bier trinken. Funktioniert auch gar nicht. Bier, das funktioniert mit dem Bier einfach gar nicht. Puh, muss sagen, knallt schon rein. Aber gut, wir haben ja schon einige gehabt. deswegen werden wir es auch nicht ganz trinken. Wir werden das gleich jemanden sponsern. Nee. Das ist unser letztes Bier. Aber es kommt noch eins. Mhm. Und dann sagen wir Tschüss. Ja, zwei Bier fehlen noch, ne? Und das ist einmal das American Pie von Brewski. Und das haben wir nämlich schon im Standard-Abo verkostet für euch. Das letzte verkosten wir mit einem ganz speziellen Gast, eine Legende. Los geht's. Aged on Raisins and Rum Soaked Vanilla Beans. Genau. Okay, alles klar, das wusste ich. Ich dachte, das wäre ein ganz normales Stout. Also die nehmen halt die Vanilleschoten, kippen Rum rauf. Ich glaube, welchen Rum wissen wir leider nicht. Ne? Nee. Steht nicht drauf. Aber ich glaube, würden wir auch nicht schmecken, oder? Ja, können wir gleich mal probieren. Ich schätze mal natürlich irgendeinen dunklen Rum. Das passt ja gut zum Imperial Stout und hebt vielleicht auch nochmal diese Rosinennoten natürlich vorne. Genau, und auf diese vollgesogenen Vanillebohnen wird dann das Bier nochmal gelagert. Bitte. Genau, das ist eine Technik tatsächlich, die auch eine andere estnische Brauerei bei einigen Biermärkten macht, Pojala. Aber die benutzt dann häufig Eichenchips. Genau. Wir verkosten nämlich das letzte Bier, das ist das Decadence von Pyhäste. Pyhäste liegt nicht in Tallinn, sondern in Tartu, das ist die zweitgrößte Stadt in Estland. Die hat 100.000 Einwohner, super kleine Studentenstadt und genau, bei uns komplett neu im Sortiment die Brauerei. Und Sönke kennt wahrscheinlich jeder, das ist so The Legend, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und da das so spät reingekommen ist, das Bier, müssen wir es kurz und knapp kurz vor unserem Lager testen. Aber es ist kein Problem, das Wetter ist gut und ich glaube, wir haben Bock. Kurz vor Versandschluss hat uns das Bier noch erreicht sozusagen und das verkosten wir jetzt mal. Würde ich sagen, schenke ich mal ein. Jawohl, mach mal. Oh, du gießt ja sehr, sehr motiviert ein, würde ich sagen. Aber wir müssen nicht fahren, wir müssen nicht fahren. Wir trinken ja nur ein Bier heute. Ja, ne? Genau, völlig richtig. Die Rosine hast du sofort in der Nase, finde ich. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da rumrieche oder sowas. Nee, den Rum auch nicht, aber es riecht sehr, sehr rosinig. Ja. Ich blind würde ich sogar sagen, es wäre ein ganz klassischer Imperial Stout ohne irgendeinen Schnickschnack. So rein vom Geruch her. Ja. Und klassisch, so wie man einen Imperial Stout trinken sollte, Zimmertemperatur, nicht zu kalt und es kommt eine Menge durch. Rich. Dick. Gar nicht so süß, am Ende so eine schöne Röstbittere. Ganz am Ende, ganz leicht, dezent. Ja. Wollen wir es abhaben. Auch die Westen wollen wir es abhaben. Aber genau, die Rumnote sozusagen unterstreicht, glaube ich, auch nochmal diesen Rosinencharakter, den wir hier sehr stark wahrnehmen. Ich finde es mega lecker. Finde es sehr, sehr, sehr gut. So ein bisschen Holz tatsächlich auch. Das kommt wahrscheinlich auch durch den Rum. Genau, das habe ich auf jeden Fall auch. So Holz auf jeden Fall. Sag mal, unabhängig vom Bier, ne, das haben wir jetzt schon kurz verkostet. Du machst ja bei uns den Einkauf zum Teil. Ja. Was ist die größte Herausforderung beim Einkaufen? Die größte Herausforderung beim Einkauf? Ja, immer die richtigen Mengen natürlich auch einzukaufen. Ne? Wir versuchen natürlich euch immer die möglichst größte Vielfalt anzubieten und auch natürlich immer ständige Sachen, neue Sachen im Sortiment zu haben. Man will natürlich genug haben, um alle bedienen zu können, aber auch nicht zu viel kaufen, dass es dann auch irgendwann wieder weg ist. Ja. Und, ja, ich glaube, aufregende und spannende Biere zu finden, das ist mittlerweile natürlich auch eine Herausforderung, aber nicht die größte, würde ich sagen. Nee, ich glaube, da kommt man eher dran, als dass man abschätzen kann, ob die Mengen passen. Genau, die Mengen sozusagen, das ist immer noch die Herausforderung. Aber, sag ich mal, da habe ich natürlich jetzt auch schon, ich mache das jetzt ja auch schon 6 Jahre, schon ein bisschen Erfahrung. Schwankt natürlich saisonal auch mal so ein bisschen, wie die Leute
Trinkverhalten. Komischerweise jetzt, so im Sommer, bestellen die Leute immer ein bisschen weniger Craft Beer und dafür zieht es dann wieder Richtung Herbst und Winter an tatsächlich. Dann sind die Umsätze sozusagen im Spezialitätenbereich auf jeden Fall höher. So, das war's dann und wir sehen uns nächstes Mal. Prost! In Hamburg sagt man tschüss. Kenn ich nicht. Und nicht auf Wiedersehen. Mach keinen Scheiß. Doch, mach doch, ist doch wirklich so. Hab ich mir nicht ausgedacht.